Ja, heute darf ich den Klaus vorstellen. Servus Klaus. Hallo, grüß dich. Wie lange spielst du schon Monika und von wo kommst du? Ich komme aus Thüringen, mitten aus Thüringen und spiele seit Mai, bin ich also ein Jahr bei euch. Davor habe ich ein bisschen Schrift probiert. Das ging auch gut und dann bin ich auf euch hingewiesen worden und das hat mir dann besser gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass man die Lieder alle auswendig spielen kann. Ich habe vorher auch Akkordeon gespielt, aber eben auch noch Noten. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass man da so 20, 30 Lieder auswendig lernen kann. Perfekt. Das ist fein. Also hast du schon einige Stücke im Repertoire? Ja. Super. So um die knapp 30 Lieder. Und ein paar Weihnachtslieder, die muss ich wieder neu üben. Letztes Jahr ja, das gespielt. Ja, das geht dir jedem so. Ja. Ich habe es vielleicht gesehen, wir haben da eine kleine Box beim dritten Stück. Der Klaus macht nämlich auch viele Auftritte schon. Und da werden wir beim dritten Stück, dann hat er dann so ein kleines Playback. Playback, ja, so Hintergrundmusik. Genau. Zillertaler Ländler haben wir. Aber das dann später. Wir starten einmal mit, das ist ja bei euch in Thüringen das Nationallied, oder? Nationallied, das Rennsteiglied. Das Rennsteiglied. Hey, bravo! Schön! Ja. Da gibt es da einen Text dazu, glaube ich? Da gibt es drei Strophen eigentlich, wir haben sie ein bisschen gekürzt. Ja, sie gekürzt. Und richtig Text, und das kennt jeder von Herbert Roth. Mhm. Der Herbert Roth, das war so der Nationalmusiker in Thüringen und auch in Ostdeutschland, und der hat über 150 Lieder geschrieben, und das ist halt das Bekannteste von ihm. Ja, schön. Ja. Spielst du das bei den Auftritten auch immer? Ja. Du bist immer dabei. Immer dabei. Vielleicht bei den Auftritten, du hast schon erzählt, du spielst mit der Frau, habst du ja du, oder? Ja, du, aber jetzt mit der Steirischen, da habe ich jetzt zu so einem Geburtstag mal ein bisschen Stimmung gemacht, und die Leute machen mit, wenn die Musik hören, Hintergrund noch ein bisschen Power, dann klatschen die, machen die eine richtige Stimmung. Oder als Straßenmusikant will ich mir mal ein bisschen so, nicht Geld verdienen, sondern als reiner Spaß. Als Spaß einfach. Als Gaudi. Ja, das ist schön. Und die Frau, was spielt die? Die spielt Saxophon und singt um Querflöte, ja. Also alle zwei so musikalisch? Ja, na klar. Na ja, schön. Und du hast früher Akkordeon gespielt? Akkordeon habe ich gespielt und Tanzmusik schon immer mit Keyboard so. Und die Steirische, die hat mich schon immer fasziniert. Und da dachte ich, okay, jetzt kaufst du so ein Ding. Und wenn ich für mich ein paar Lieder spielen kann oder so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so weit komme, dass ich jetzt noch ein Jahr schon so ein kleines Repertoire habe. Ja, schön. Also du bist eigentlich jetzt so gut des Jahres, spielst jetzt, oder? Ein und ein Vierteljahr bei euch, Mai war es im Jahr gewesen, jetzt haben wir Juli. Ja. Und vielleicht für ein paar, die was Akkordeon spielen, ist das schwierig, der Umstieg, oder ist das vielleicht sogar ein Vorteil? Im Vorteil erstmal, weiß man muss ziehen an dem Ding, dass ein Ton rauskommt. Gell? Und dann vor allen Dingen das unabhängige Spielen mit Melodie und Bass. Zwei Gehirnhälften arbeiten hier unabhängig. Ja. Und müssen wir das ungefähr das gleiche wie beim Akkordeon. Obwohl ich jetzt auf die Steirische, die Knöpfe, also das System, Akkordeon ist einfach, da hast du deine Tonleiter, die weißen, dass du der Reihe nach hast, jetzt C-Dur-Dur-Leer, ist einfach jetzt eine Melodie zu spielen. Also
als auf der steirischen. Das würde ich sagen. Ja, wenn einer steirische spielt, dann kriegt man so ein Akkordeon um und sagt, so, spielst du hier mal ein Kinderliedchen, da kriegt das schneller hin, glaube ich. Ja. So, von der Tastatur her. Ist ganz einfaches Lied. Einfach so. Alle meine Entren. Ja, das ist einfacher aufgebaut. Aber hier hat man schnell ein Stück gelernt, so wie du. Ja, das macht Spaß, unheimlich Spaß. Ja, schön. Das ist cool. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen bayerischen. Bayerischen, ja. Aus Tirol. Was haben wir für einen? Ein Timpelbayerischer. Timpelbayerischer. 1 Bayerischer. Ja. Und das hat so ein paar Tage Urlaub. Ja, du und so die Frau. Bis 3 oder 4 Tage. So. Ja. Aber ich habe mich gefreut, habe gesagt, irgendwann fahre ich mal hier runter zu euch und will euch mal kennenlernen und mal mit euch was zusammenspielen und vielleicht ein kleines Video machen. So. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ja, ja. Schön. Hm. Ja. Und habe sonst auch schon was, ein bisschen wandern. Das werden wir jetzt in den nächsten 2 Tagen noch. Ja. So, hier machen wir ein bisschen auf den Berg hoch. Auf den Berg. Das Wetter ist super. Wetter ist super. Ja. Richtig warm. Alles schön. Wir haben schon eine gute Farbe. Gute Farbe. Haben wir schon. Und super Gegend, also das ist ganz toll, wo ihr wohnt. Sehr schön. Da macht das Musizieren Spaß, gell? Ja. Und dann habe ich ja schon am Anfang erzählt, der Klaus bei der Gruppe spielt da manchmal mit dem Playback. Ja, ich spiele alleine mit dem Playback. Mit dem eigentlich alle Lieder, die ich spielen kann, habe ich auch Playbacks gemacht dazu. Hast du die selber so zusammen? Ein Teil habe ich gemacht von MIDI-Files und habe da die Stimmen rausgelöscht, habe da nur das Schlagzeug, Bass und so was rein, Gitarre, Nachschlag und so drin gelassen. Oder wo es nicht gab, das habe ich selber mit Begleitautomatik aufgenommen mit dem Keyboard. Ah ja, du kennst dich da gut aus. Den Titel gemacht, ist gut. Top Keyboard und nicht so einfach, aber was wir jetzt spielen, das habe ich selber als aufgenommen. Selber aufgenommen. So Stubenmusik hier. Stubenmusik, den Strickerlandler. Ja. Ja, was? Zillertaler Ländler. Ah, Zillertaler Ländler. Zillertaler. Genau, Zillertaler. Sagt das Ding Notfalltemperatur. Ja, die Technik ist oft nicht so einfach. Wenn man es ausschneidet, das ist zu heiß hier unten. Ist zu heiß geworden. Das ist das Gute bei der Harmonika, auch wenn es mal recht heiß ist, da funktioniert die noch. Klaus, wie schaut es in die Lage? Schlecht. Ist zu heiß geworden hier drauf. Was machen wir da? Zu heiß geworden? Ja. Dann müssen wir leider auf das Playback schauen. Schade. Ich könnte mich jetzt dort geärgern hier. Dann machen wir eins und machen wir den aus. Da braucht man dann so eine extra Kühlbox fürs Tablet. Nee, einfach in den Schatten legen. Ich habe es direkt hier drauf gelegt. Das startet nochmal neu. Also, ich jetzt runter. Neustart. Vielleicht macht das da. Klaus, du kannst dir inzwischen nur kurz was erzählen von dir. Ja, was soll ich noch erzählen? Was hast du für die Hobbys? Bitte? Hobbys oder sonst irgendwas Interessantes? Ja, Hobbys. Dir? Die Musik ist eigentlich schon immer mein Hobby. Und ich dachte jetzt,
Also viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich bin jetzt 67 Jahre. Ja. Mit 66 habe ich gerade die Steirische gekauft. Ja. Und habe gesagt, jetzt musst du fleißig üben. Jetzt reicht nicht eine halbe Stunde aus. Jetzt musst du jeden Tag 2 oder 3 Stunden üben. Wirklich? Das ist so fleißig. Das ist, was wird noch ein bisschen, dass noch ein bisschen was bei rauskommt. Gell. Also jeden Tag 2, 3 Stunden. Dass ich noch selber was davon habe. Ja, wir müssen es ohne spielen. Spielen wir nochmal. Spielen wir ohne. 1, 2. Etwa ohne Verstärker auch super. Ohne Verstärker, ja. Aber das hätte sich wirklich super. Da wäre dann ein bisschen Hackbrett dabei gewesen. Ein bisschen Hackbrett, ja. Und Harfe dabei gewesen. Aber ja. Man hat gehört, das geht auch ohne. Geht auch ohne, ja, klar. Ich übe alle Lieder erst ohne ein und wenn und alles dann stimmt und alles klappt, dann mache ich die Musik dazu. Ja. Hey Klaus, hat mich gefreut. Ja, gerne bin ich heute zu euch hergekommen. Schöne Grüße an alle. Ja, tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bitte. Tschüss. So, hier sind wir nochmal. Das iPad war kurz im Kühlschrank und jetzt machen wir noch das Trompetenecho mit der Hintergrundmusik. We'll be right back.
Das passt. Super. Das war doch nur einmal.